Grüezi wohl und herzlich willkommen zurück bei Xenoblade Chronicles, dem Spiel der Superlative, dem Spiel, das ich irgendwie viel zu selten Let's Play. Was? Was, wieso Kampf? Was ist los? Uah, Hilfe! Kamera? Hallo, was ist los? Kamera? Ich möchte gerne. Ah, ich muss weg hier. Ich muss erstmal die Kamera richtig einstellen. Menschenskind, dass hier mal los ist, hey. Hallo, ich möchte keinen Kampf beginnen, geht doch. So, Kamera jetzt mal richtig hier. Standard. Ah, schon viel besser. Ja, Freunde, herzlich willkommen zurück bei Xenoblade Chronicles. Jetzt mal richtig. Was dieses Flimmern hier soll, keine Ahnung. Aber bezüglich Flimmern habe ich noch eine andere Info. Und zwar habe ich doch in der letzten Folge am Ende Ihnen gesagt, dass da vorne irgendwie ein dämliches Flimmern ist und so. Doch, das war nur, man sieht sie auch ein bisschen. Das fliegende Viech da vorne. So, jetzt haben wir andere Probleme. Sie wollen mir einen Kragen. Hilfe. Na, warte. Und let's go! Jetzt wird kastriert gegen die Klatschhasoren! Bevor ich nochmal richtig zu begrüßen des Parts komme und auch mal erzähle, was hier eigentlich gerade los ist und, na egal. Bam! So, war's das? Yeah, yeah, Breakdancing! Kann man aufnehmen? Geht nicht. Wieso Ohnmacht? Seid ihr irgendwie tot oder so? Freunde! Und? Ja! Hat geklappt! Im richtigen Moment getimed! Vielen Dank für den Tipp, Freunde! So, habt ihr es bald langsam, Leute? Hallo! Tja, so einfach kann es gehen, was? Ja. Alter, ich möchte gerne was erzählen! Meine Fresse! Ja, Xenoblade Chronicles, das Spiel, das ich viel zu selten spiele. Muss viel schneller sprechen, was? Nee, keine gute Idee. Ich hoffe mal, dass ich jetzt 2 bis 3 Folgen gleichzeitig aufnehmen kann, oder sprich hintereinander, dann wird es auch hoffentlich ein bisschen besser. So. Jetzt da vorne das Vieh. Oh, nein, jetzt habe ich es komplett verpasst. Ja. Die Sache mit dem Timing, was? Mit dem berühmten B-Knopf. Ich weiß, ich weiß. Einfach. Hört auf zu quatschen, Mensch! Einfach im richtigen Moment den B-Knopf drücken. So einfach ist das, aber ich will mich eigentlich auch nicht. Was? Mücksirup? Altes Insektenbein, okay. Ja, noch was anderes. Ich weiß, ich zock das hier blind und so, aber trotzdem möchte ich mich hier eigentlich nicht zu oft mit, sag jetzt mal, Lehmgegnern, mit normalen Gegnern hier aufhalten. Also wenn es geht, weil es mit Story-Modus und so, bin ich momentan ziemlich hinterher. Und das, ja, ist schon ein bisschen nervig. Oh, okay, so viel zu Lehmgegnern, was? Ja, schön, das ist eine Abkürzung. Neuer Ort Raubnest, okay. Brauche ich das? Das wie richtig Item gefunden. Was sagt denn die Karte? Falscher Knopf. Das sagt die Karte. Ja, so, Raubnests. Wo muss ich eigentlich schon dahin? Ich habe es da komplett vergessen. Ah, hierhin. Ja, zum Glück gibt es eine Karte, was? So, Raubnest, da unten gibt es noch. Halt, ich möchte gerne. Da geht es ja noch weiter. Oh! Das war ja clever. Hilfe! Alter Schwede! Leute, kommt ihr runter? Muss es alleine machen. Boah, was ist das für ein Riesenvieh da? Boah, Alter! Der hat reingehauen. Ich glaube, das war keine gute Idee, was? Komm schon, Leute! Wir müssen es tun! Wir schaffen es auch! Irgendwie! Was ist jetzt? Ich krepiere hier gerade nicht. Komm schon, schlag zu, Schuk! Was soll... Sorry. Das. Okay, das ist erstmal draufgegangen. Leute, ist das normal oder bin ich jetzt einfach nur gerade lame? Also okay, okay, ich weiß, lame bin ich sowieso, aber... Kampf fortsetzen, Reisepunkt. Ja, okay, das erstmal gefehlt, hatten wir das auch mal. Hey, Kopf hoch, hehe, bist du witzig. Das ist ein Schnellpunkt hier weiter. Gibt's immer nicht, ey. Waren jetzt eigentlich vorhin? Stimmt das noch ungefähr oder sind wir gleich komplett falsch? Nö, stimmt alles noch. Mann, ihr müsst dran glauben. Gibt's immer nicht, was habe ich hier für eine Scheiße geliefert? Oh, bam, und Schnitz, und... Würdest du bitte... Komm schon, B-Knopf, B-Knopf, ich warte auf dich, ich warte auf dich. Nein, oh, zu früh. Mein Daumen war zu früh drauf. Daumen, bei B-Knopf natürlich Daumen. Mann, ey, das ist doch schon fast Mobbing. Ist mir egal.
Das geht doch so schnell im Prinzip. Nö. Kampf-Legends, endlich mal richtige Hosen, Freunde. Ha, dann lacht das Herz. Ob die allerdings nicht. Ups. Jetzt ist das wieder mal schneller. Ja, es ist ein bisschen die Frage der Übung, nicht wahr? Und. Metalllanze, schon wieder es. Jetzt will ich's aber wissen. Hey, alter Falter, das gibt's doch wohl nicht. Wir haben da ein paar... Ne, sind alles Riesenviecher. Ach du Scheiße! Jo, das ist lustig. Das kannst du ja keinem erzählen, hey. Also jetzt mal die kleinen Viecher, die kriegen wir klein. Aber das große Vieh... Alter Schwede. Ja, okay, ich versuch's nochmal. Hier herumlaufen. Ups. Na, hab ich nochmal voll verpasst. Komm schon! Nein, das wollte ich gar nicht. Komm schon! Den wollte ich. Komm schon von hinten. So. Einen haben wir, Freunde. Einen haben wir. Süßes Raubengift. Jetzt weg hier. Den großen lasse ich in Ruhe. Jetzt noch. Na? Was macht der nicht gerade viel? Den sind noch mehr. Ich überlege gerade. Mach jetzt den großen Platt oder die zwei kleinen? Nee, wisst ihr was? Ich mach den großen Platt. Ah, wieder mal verpasst. Das gibt's einfach nicht, hey. Ach so. Blocken und Power Slasher. Ja, it's over. Natürlich werden wir immer stärker. Wenn auch nur langsamer, aber jetzt ist das Riesenvieh dran. Hallo? Vorsicht vor einzigartigen Gegnern. Einzigartige Gegner sind immer vielfach stärker als normale Gegner. Gelingt es dir, einen einzigartigen Gegner zu besiegen, ist dir eine hochwertige Beute gewiss. Okay. Level 10. Versuchen wir's. Wir sind aufgeladen. Okay. Ready! Nein, doch nicht. Ja! Heilen! Und bam! Ich hab ihn fast! Schnell den noch! Nein, sie wurde besiegt! Oh, ich bin der Letzte! Das gibt's nicht! Ich krieg dich, du Scheißvieh! Oder auch nicht. Och man, Leute, es war sowas von knapp. Naja, okay, sowas von knapp nicht, aber es war nicht schlecht. Okay, ich geb's zu. Level C Gegner sind noch zu viel für uns. Scheiß. Und ich dachte, ich werde ihm gewachsen. Naja. Fail, was? Einfach nur Fail. Und ja, ich geb's zu, ihr habt recht, ich bin doch noch zu lame. Und wieder mal müsst ihr sterben dafür. Bäm! Und, komm schon, zack. Jetzt aber richtig. Hallo, ich habe richtig getroffen. Ich war genau in der Mitte des Biss, das gibt's nicht. Alter! Und zu spät, na egal. Level 18 wir bereits, ist das geil. So, Kristall, sehr schön. Und jetzt der letzte. Jetzt aber! Hallo, ich war richtig. Das gibt's einfach nicht, Mann! Du Scheißvieh, was machst du denn? Ja, Joker ist schon gut. Myxirup. So, hallo, einsammeln. Jetzt noch kurz, ich hab doch vorhin gesehen, wenn ich mein Gefühl... Hallo, Menü? Wenn mich mein Gefühl nicht trügt, habe ich doch was gesehen. Von wegen, ja gut, das auch. Von wegen Eisen-Legends oder so irgendwie, irgendein Scheiß, oder? War das nicht irgendwie so? Nee, nicht Schrottflamme. Ja, auch nicht. Arme. Den habe ich gerade ausgerüstet, was? Oder nicht? Doch nicht. Den habe ich ausgerüstet. Den da, was? Neuner Ärmel. Yep, das kommt hin.
Ja, die Beine, und zwar physischer Angriff. Na klar. Kampf-Legends erhöhen meinen physischen Angriff. Den muss ich mir merken. Ja, obwohl. Gibt doch durchaus Sinn. Jetzt die Füße, was gibt's da noch Schönes? Ich habe die V-Gruppe drin, was eben das sein soll. Sind welche Schuhe besser? Schuhwerk, gutes Schuhwerk. Etta, der wäre besser. Aber physischer Angriff und Agi schlechter? Nö. Kein Bedarf. Gut, lassen wir das mal. Rain müsste eigentlich auch ein bisschen abgegradet werden. Die Frage ist bloß, wie sind bereits ausgerüstet bei mir? Das wissen. Ja, ich habe so Kristalle, die müsste ich erst noch verstärken. Auch nicht so gut, wie es könnte. Oh, Koloniekappe. Weißt du, wie ein Defensivtypi, was? Ja, ist aber meine, die er da versucht anzuziehen. Nehmen wir mal den da. Koloniekappe, man zieht sehr viel. Mhm. Wirklich. Hier gibt's nichts Neues. Arme, noch kurz. Die sind ausgerüstet. Den da. Er hat den da. Fast überall besser. Na, kommt. Just for fun. Ja, sieht auf jeden Fall ein bisschen besser aus. Und jetzt noch Kolonie-Shorts. Oder die da. Kolonie-Shorts, die da. Nö, dö, dö. Ich wanke, Freunde, ich wanke. Er braucht vor allem Ausdauer, nicht wahr? Also sprich Blocken und so. Ist wirklich klug, wenn ich den Eta? Nee, das kann doch nicht sein. Ah, Kampfstiefel für ihn. Das klingt doch schon... Ah, das sind ihm. Kampfstiefel. Das klingt doch schon mal besser. So. Alter, sind wir geil aus, nicht? Jetzt noch schnell Fiore was machen. Wieder mal die Frage, was, nicht wahr? Die Waffe. Kann ich hier was Besseres geben? Ne? Oh. Alter Schwede. Seltsam. Hebelmesser, aber Defensivmesser ist besser. Na gut. Dann für den Kopf, für das Köpfchen. Dö, dö, dö. Jo. Und noch den, na, Torso nicht. Arme. Hätte ich hier was bezüglich Armen? Das ist ja auch mehr der Angriffstyp, nicht wahr? Mittlere Stulpen. Wow, ziemlich heiß die Gute. Ja, Schulk passt lieber gut auf die süße Dame. Sonst, er weiß das gut. Das wäre auch geklärt. Dann haben wir, was haben wir eigentlich noch? Da, da. Blau, blau, ich suche blau, blau. Ah, mittlere Stiefel. Physischer Angriff mehr. Oder? Geht es ungefähr auf? Ja, komm, der Unterschied ist so klein, ey. Ich meine, mal ganz ehrlich, da, was jetzt? Hier. Ein physischer Angriff mehr, da kann ich so lassen. Das passt schon. Was ich jetzt nicht gemacht habe, war bei ihm wegen der Waffe schauen. Metalllanze. Habe ich was Besseres? Nö. Der ist aber bezüglich Block gerade besser, aber... Nee, der ist schon gut. Vorausgesetzt, ich könnte ihn upgraden. Na egal. So, was sagt die Folge? Ach du Scheiße, nochmal so viel Zeit verplempert. So, jetzt aber endlich mal weiter. Das gibt's nicht, was ich ja die ganze Zeit treibe. Und da links oben habe ich noch so eine seltsame Teamanzeige. Ich weiß gar nicht mehr, was die macht. Nicht schon wieder. Könnt ihr vergessen, Leute. Könnt ihr vergessen. Erstmal schauen, was hier oben gibt. Oh, Traubnest. Ach du Scheiße. Es gibt natürlich neue Gegner. Okay. Eine coole Abkürzung, sich für die Raupen. Aber hier hat es auch noch ein paar Gegner. Hallo. Ah, Mann. Ich muss das Timing besser drauf haben, ey. Manchmal ist es schnell, manchmal langsam. Und tschüss. Ups, er lebt noch. Sieht's aus, allen noch relativ gesund. Jetzt aber habe ich voll getroffen. Offenbar doch nicht. Mann, ey, manchmal treffe ich, manchmal noch nicht. Und der letzte noch, du bist fällig. Weidenhaso, du musst drauf gehen. Yeah, so macht's wieder Spaß. Nasses Haar nehmen, Schatztruhe. Nehmen, 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 geht doch. Gut, die Anzeige ist wirklich fast voll. Hier hatte sonst nichts mehr, war natürlich sehr gut. Ach, diese Anzeige, hier war's? Nö, nicht Tagebuch, Mann. Tutorial!
Nö, auch nichts. Was denn jetzt? Ah, hier, Tutorial. Meine Fresse. Ja, dauert immer so lange, bis ich mal gefunden habe. So, wo war's jetzt? Wo war's? Komm schon, komm schon. Kampffähigkeit kenne ich bereits. Einzigartige Gegner auch. Gruppenleiste, die war's. Ja, das ist mal klar. Wie kann ich die aktivieren? Und drücke irgendwie wieder... Kampffähige Gruppenmitglieder wieder... Oh, bin ich dämlich. Ich hätte das Riesenviech packen können. Oh, bin ich im Vollspacken. Mann, einfach B drücken. So einfach ist das. Leck mal doch am Chöpli, hey. Wenn die drei Balkengummelein gefüllt sind, kann eine Angriffskette gestartet werden. Wisst ihr was? Das werde ich später noch bei dem Vieh versuchen. Ich hoffe, ich komme nochmal zu dem Genuss, gegen das Vieh anzutreten. Aber spätestens bei der Rückreise oder halt, wenn wir die Höhle verlassen, dann ist das Vieh fällig. So, ich hoffe, ich laufe richtig entlang. Jetzt ist da gerade ein neuer Gegner. Was bist denn du für einer? Leute, helf mir! Er will mir den Kraken! Haha. Oh, da kommen noch ein paar andere. Er hat Freunde mitgebracht. Das mag allerdings gar nicht. Butterflies! Ich war wieder drin im Kreis. Hallo? Bäm! Ups. Zack. Ist der bald down? Ist der bald down? Ich hoffe nicht. Was ist jetzt los? Wieso bin ich jetzt down gegangen? Das bringt mir relativ wenig. Ich bin gerade down gegangen. Kann ich mich selber wiederbeleben? Hallo? Oh, geht sogar. Ja, Glück gehabt. Uah, ich habe doch gerade viel Energie, Freunde. Komm schon, mich selber wiederbeleben. Geht das? Einigermaßen. Und B wiederbelebt. Geht doch. Alter Falter. Jetzt reißt mir den Level 8 Vieh. Komm schon, komm schon. Oh. Nein, nein, du musst es erledigen. Das gibt's einfach nicht, hey. Ja, ich gebe zu, ich hab das Viech unterschätzt. Ich dachte, es wäre so ein Waschilappen wie die anderen auch, aber... Das soll gleich drauf gehen? Hallo? Jetzt reißt aber endgültig. Nö, das war's, Freunde, das war's. Jetzt marschiere ich hier einfach durch. Ist mir scheißegal. Kommt mir doch nach, wenn ihr wollt. Du. Verliere eh bald das Interesse. So, geht doch. Jetzt war schnell dahinter und dann will ich Rache. Ich will die Revanche des Jahres. Das war so knapp, ich hatte das Vieh fast. Ihr müsst dran glauben. So, jetzt hatte ich es aber. Bäm! Und der ist von der Seite. Jetzt war ich wieder drin. Ah, jetzt geht's ja. Rasender Angriff! Schlitz und zack und bäm und keine Ahnung, macht sich einfach platt. Hat er noch ein Ultimate-Viech? Nö. Aber eins, das bald down ist. Ja, und sie lacht sich einen ab. Hehe, ist doch alles ganz easy. Ja, geht ja auch ganz easy. Ja, Leute, es wird heaviger. Sag jetzt mal, heaviger, was für ein Wort. Einfach ein bisschen schwerer. Einigen wir uns darauf. Ich habe die Gegner unterschätzt, ich gebe es gerne zu. Jetzt aber mal kurz schauen. So, jetzt macht zuerst mal die hier. Stehen bleiben, natürlich sehr clever. Oh, so. Wir sollten einen gerade den gleichen angreifen. Bäm. Ja, Piece of Cake. Piece of Shit wohl eher. Kampfrüstung, kleiner Haserkristall. Die Items werden auch besser. Ach du Scheiße. Sind ja alle voll aufgeladen. Gut. So. Den packen wir, Freunde. Den schnappen wir. Das schaffen wir. Yo, wir schaffen's.
Bam, 765 Punkte und. Ich muss gleich heilen, sehe ich gerade, ja, dürfte. Wobei, ich müsste eigentlich aufgehen, oder? Nö, geht überhaupt nicht auf. Macht viel zu viel Damage. So, heilen. Wäre nicht schlecht. Hä, was mache ich da? Hallo, Schulbus, bitte mal heilen? Ich kann nichts machen. Wieso kann ich jetzt nicht heilen? So, jetzt aber. Ja, jetzt geht's. Alter, geht das Fieber mal down. Komm schon, wiederbeleben. Ja, geht doch. Und aufmuntern, wir schaffen es. Im Team. Nein. Komm schon, ich kann noch wiederbeleben. Ich kann's noch. Er ist bald down. Hey, was hab ich jetzt gemacht? Das Vieh lebt noch. Ja, so, jetzt aber. Na toll, der regeneriert sich auch. Komm schon, das darf wohl nicht wahr sein. Ich will nicht gegen das Vieh verlieren. Wir können es schaffen. Wir schaffen es auch. Verdammt, ich brauche einen Blocker. Oh. Und jetzt heil. Zauber? Ah, jetzt. Bam! Alter Schwede, war das knapp mit einem Level 8 Gegner. Haso-Eis, ein kleiner Haso-Kristall, Millionenramme, Springmesser. Alter Schwede, das gibt dir, das glaubst du nicht. Alter. Was soll der Mist? Hey, erst mal regenerieren. Leck mal doch am Tschöpli, hey, war das vielleicht ein Heavy-Gegner? Okay, ja, ich gebe es endgültig zu, ihr habt recht, die Gegner werden schwerer. Aber man sieht es auch, ich lerne dazu. Ja, nichts Neues, was? Für den gibt es wohl wirklich nur das Munato als nächste Waffe. Was hat er sonst noch Schönes für ihn? Er braucht unbedingt mehr Angriff und vor allem mehr Einstecken vor allem auch, aber... Ups. Das war gerade fehl. Was habe ich hier noch Schönes? Nur das blöde Teil und dann... Da, Kampfrüstung. Ein bisschen weniger Etta, aber... Na gut, was soll's. Kampfrüstung. Boah, Alter. Passt überhaupt nicht, was? Kognitop. Sieht zwar schick aus, aber das schützt doch, denke ich mal, ein bisschen besser. Das bleibt. Ich dachte, wir hätten sonst noch was Schickes bekommen. Füße? In Füße nix? Nö. Gut, bleiben wir dabei. Jetzt sehen wir total schick aus. Und du kriegst natürlich auch eine neue Waffe, oder? Kriegst du eine? Ich weiß gar nicht. Millionenramme, alter Schwede. Boah, geht's noch fetter oder was? Leck, Mama, Schamtschöpli, sieht das geil aus. Oh, Kampfrüstung. Für den auch noch. Yeah! Geil. Und das Vieh vom Anfang wird auch bald drauf gehen. Ah, das liebe ich so. So, dreht ein bisschen runter, das dafür hoch, Aki und so. Naja, muss nicht unbedingt sein. Das braucht es nicht. Ich habe ausgerüstet den da. 48, 32, 50. Okay. 35. 9er Schuhe. Ne, komm, das lasse ich so. Das passt schon. Jetzt noch Fiora schnell. Ein bisschen Upgrade, ein Defensivmesser. Das kannst du doch sowieso auf den Friedhof werfen. Auf den Friedhof werfen vor allem. Den Schrott werfen. Autoangriff macht ein bisschen mehr. Das Springmesser statt dem Defensivmesser. Okay, ich versuch's mal. Falls es eine Fehlentscheidung ist, Freunde, wäre ich froh, wenn ihr mir das in den Kommentaren mitteilen könntet. Weil sonst schätze ich einfach mal, dass es so in Ordnung ist. Das ausgerüstet. Ja, das kann ich so lassen. Natürlich auch für sie die Kampfrüstung. Wohl. Wäre alles langsam ein bisschen gleich geskillt, was?
Geht doch nicht. Wie viel Rüstung sieht die aus? Überhaupt nicht mehr sexy. Sieht besser aus. Und das hier? Ist das Gleiche. Einfach die Kampfrüstung ein bisschen besser. Nee, ich lasse das Kolonie-Top. Das steht irgendwie besser. Hm, man braucht ja was fürs Auge, nicht wahr? Ja, ja, immer das mit dem Auge. Das Auge ist, sieht mit natürlich, nicht ist mit. Das Auge ist mit meiner Frau. Geht's sonst noch? Bei ihr habe ich das hier. Jo, Leichtschuhe. Ja, passt. So, neu ausgerüstet und weiter geht's. Du. Singender, vom Regen in die Traufe. Leck mir noch ein Schöpli. Bäm! Okay, geht mir besser, aber das Gefühl, oder? Kann das sein? Yeah! Komm schon, ich pack dich, du Scheißvieh! Heilung? Braucht jemand Heilung? Noch nicht. Und gleich nochmal. Das war's. Level 9. Alter Schwede, raue Haut. Wofür wir die auch immer brauchen? Vielleicht irgendwie ein Quest oder so? Nö. Wow. Immer mehr und mehr Gegner. Oh, wir sind ja hier schon wieder. Und die Feiermücke. Komm runter, Mann. Bäm. Keine Chance. Level 5, keine Chance. Alter Schwede, ist das eine Aufnahme hier? Ja. Ah, Hilfe. Erfolgt. Versuch's doch. Bäm. Meine Rüstung schützt uns. Vor allem meine Rüstung schützt uns, oder? Gibt überhaupt keinen Sinn. Es sind unsere Rüstungen und unsere Waffen. Und du bist erledigt. Yeah! Good job, everyone! Genau, Schulk! Ich hab's noch das wieder vorne. Ja, ups. Wieso gab's gar kein B? Ich konnte gar kein B drücken. Das war crazy. Oh, von hinten vor allem, ne? So, jetzt aber. Jetzt aber! Komm schon, ich hab noch ein Leiche drauf. Ja, den hier. Ja, no problem at all. Mhm. Wer es glaubt. Raue Haut. Yeah. Was gibt's denn hier Schönes? Noch ein extra Item. Kniescheibenfels. Ja, wer es braucht. Noch 74 Meter, Freunde, bis wir endlich da sind. Gegner? Ah, da oben. Wir können nicht verlieren. Wir sind viel zu stark mit Level 9. Hallo, wo sind die Gegner? Ah, da. Einer lebt eh noch. Ja, einer lebt eh noch. Das ging schnell. Wir haben bald drei Leisten voll, wie es aussieht. Und dann kommt der Super-Mega-Duper-Move. Yeah, yeah, yeah. So, wir sind Ruin von Magmel. Oh, Cutscene?